Messbar ist auf jeden Fall, dass sich meine Cost per Klicks, also die CPC, mehr als halbiert hat. Und das ist, wie gesagt, ja alles wirklich auch wunderbar trackbar. Ich hatte damals auf YouTube, wenn ich gut war, hatte ich 3,50 Euro, bis hin teilweise 7, 8 Euro oder sowas. Ja? Ich bin nicht weiter runtergekommen. Und ich habe jetzt gestern extra nochmal geschaut, die billigste Cost per Klick, die ich aktuell habe, sind 81 Cent. Ja? Jetzt musst du dem Geiste mal überlegen, das bedeutet ja, ich bekomme ja im Endeffekt das 4- bis 5-fache an Traffic, an Leads für dieselben Werbekosten. Also da würde jeder dahin schmelzen und sagen, okay, so ein Effekt, ne? Und da bin ich dir halt ultra dankbar dafür, weil das wäre ohne das eine, wäre das andere ja gar nicht gegangen. Ich bin ja neben meiner 28-jährigen Finanzexpertise auch Pilot. Kurz zu mir, also ich bin seit 28 Jahren, also komme aus dem Finanzvertrieb und wie gesagt, wie du sagst, es ist schon gut gelaufen, aber ich hatte immer das Problem, wenn ich damit mal einsteigen kann, was meine Herausforderung war, dass es, weißt du, im Geiste bei mir nie so richtig rund war. Ich war nie so richtig mit dem Herzen dabei oder zumindest gesprungen. Immer dann, wenn ich gedacht habe, oh, jetzt habe ich was Greifbares, dann bin ich doch wieder gesprungen oder habe mich verunsichern lassen. Ja? Also das ist ja auch mal ein Punkt, dass man nicht, das nicht nur aus einem selbst herauskommt, sondern du hörst, siehst ein Video, liest ein Buch oder sonst irgendwas und bist wieder verunsichert, lässt dich wieder von deinem normalen Ziel abbringen, weil du nicht richtig, sag mal, keine richtige Leitplanke bekommen hast. Das hat mir gefehlt. Und ich habe dann damals hier dein Buch praktisch bekommen und habe das durchgelesen, also so mit meiner Art, mit vielen Notizen und so weiter. Also es ist für mich immer so ein Arbeitsbuch. Und habe gedacht, das bringt gar nichts, ich rufe jetzt den Uwe einfach an. Aus der Prämisse eben heraus, weil das wahnsinnig viel Energie kostet, weißt du, wenn du permanent auch deine Positionierung änderst, dann verunsicherst du deine Zielgruppe. Dann hast du keine homogene Zielgruppe. Dann kommst du mit der Werbung überall nicht so voran, wie du vorankommen könntest, weil die Leute sagen, ja, wieso jetzt eigentlich wieder? Früher war es Fuck You Money, davor war es eben, Controlling, Finanzcontrolling und so weiter und so fort. Und deswegen bin ich zu dir gekommen und dann haben wir das praktisch Ganze in einen Rahmen gepresst und jetzt ist es stringent. Es ging halt los, du hast mir ja gesagt, okay, wir müssen, wenn dann das komplette Corporate Design oder die Corporate Identity im Endeffekt auf den Kopf stellen, weil sonst macht es keinen Sinn. Und du hast mir sehr, sehr gute Argumente gebracht, zum Beispiel wegen des Fuck You Money, wo du gesagt hast, pass auf Michael, Fuck You Money ist erstens mal dagegen. Ich bin nicht der Fuck You Money Typ, ich bin doch eher bodenständig und vor allen Dingen Fuck You Money heißt ja dagegen. Das heißt, jemand, der aber selbstzentriert ist, jemand, der frei ist im Geiste und so weiter, der ist ja nicht dagegen, der sagt nicht Fuck You. Ja, und das hat mich absolut überzeugt. So, das heißt, das erste war Fuck You Money weg durch Flying Money ersetzt. Zweites war, dass wir ja gesagt haben, naja gut, der Löwe, ich habe einen Löwe im Logo gehabt. Und dann war aber klar, naja, aber ein Löwe passt ja nicht in das komplette Corporate Design rein. Das macht ja keinen Sinn, mit einem Flugzeug aufzutreten und wie kriegt man einen Löwe hin? Dann haben wir kurz überlegt, nehmen wir einen fliegenden Löwe, gibt es aber einen großen Versicherer, der das als Logo hat, also passt auch nicht. Und dann ging es halt darum, okay, wir brauchen ein neues Logo. Also prompt habe ich jemanden beauftragt, Löwe weg, ersetzt durch ein neues Logo. Gefällt mir sehr gut mittlerweile. Was hat man noch gehabt? Achso, den ganzen Inhalt. Logischerweise muss eine komplette Homepage über den Haufen geschmissen werden. Und dadurch hat das natürlich auch relativ schnell funktioniert. Ja, also der Punkt ist einmal, dass ich wahnsinnig viel Zuspruch bekommen habe. Also ein paar weniger haben gesagt, ich finde das doof mit dem Fuck You Money. Das hat mir dann doch gefallen, aber ist logisch. Ja. Aber in der Masse haben sie gesagt, ja, stimmt, ist eine geile Positionierung, ist gut zu merken, ist eine Geschichte. Also wie gesagt, das kriegt man leicht in die Köpfe rein und das ist ja genau das, was du damit bezwecken möchtest mit deiner Arbeit, ja, dass ich einen Wiedererkennungswert habe, ja, und dass ich auch auffalle. Und es ist halt, also nicht nur neben den ganzen Analogien, die es gibt, die guten Analogien, aber eben der Rahmen ist natürlich gut gesetzt. Wenn du als Pilot sagen kannst, okay, es ist ein guter Rahmen. Das Feedback zu dieser neuen Positionierung war einhellig absolut positiv. Ja, also es hat, alle haben gesagt, geile Geschichte. Ich bin so oft angeschrieben worden, wo sie gesagt haben, Mensch, Michael, ganz toll und das gefällt mir. Und damit hast du natürlich auch eine bessere Identifikation deiner Kunden zu deinem Brand. Ist ja auch wichtig. Ja? Sie erzählen es lieber weiter oder geben vielleicht dann auch gerne mit dir an und sagen, ich bin hier bei dem Typen, den du dauernd mit dem Flugzeug auf YouTube Werbung siehst. Und zum Thema Werbung, das ist ja das, was dann absolut messbar ist. Das eine kannst du ja noch sagen, okay, gut, das ist gefühlt. Ja? Oder wer weiß auch immer, ich kann ja nicht mit allen sprechen. Aber messbar ist auf jeden Fall, dass sich meine Cost per Klicks, also die CPC, mehr als halbiert hat. Ja? Also ich hatte damals auf YouTube, und das ist wie gesagt ja alles wirklich auch wunderbar trackbar, ich hatte damals auf YouTube, wenn ich gut war, hatte ich 3,50 Euro. Ja? Bis hin teilweise 7, 8 Euro oder sowas. Ja? Die habe ich dann natürlich runtergefahren und ein bisschen ausgedünnt und so weiter. Aber ich bin nicht weiter runtergekommen. Und ich habe jetzt gestern extra nochmal geschaut, die billigste Kost per Klick, die ich aktuell habe, sind 81 Cent. Ja? Jetzt musst du dem Geiste mal überlegen, das bedeutet ja, ich bekomme ja im Endeffekt das 4- bis 5-fache an Traffic, an Leads für dieselben Werbekosten. Ja?
Plus natürlich, was es bedeutet, einen Wiedererkennungswert zu haben. Ja? Dass die Leute sagen, okay, wenn ich ein Retargeting mache, ich will jetzt hier nicht zu sehr klug schauen, wenn man jetzt nicht zu sehr im Thema drin ist, aber was die Leute verstehen können, ist, hey, du bekommst, wir wissen ja, alles wird teurer, aber du bekommst für das gleiche Geld ist 3- bis 5-fache. Das ist ein Traum. Also da würde jeder dahin schmelzen und sagen, okay, so ein Effekt. Ne? Und da bin ich dir halt ultra dankbar dafür, weil das wäre ohne das eine, wäre das andere ja gar nicht gegangen.